Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Das ist ein neues Challenge-Video von Eva und mir und unser Thema ist T-Shirt. Man kann ein T-Shirt gestalten, irgendetwas aus einem alten T-Shirt basteln. Ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, ein weißes T-Shirt zu gestalten. Und da habe ich mir als Vorlage schon mal ein Einhorn ausgedruckt, ein Einhorn-Emoji. Ich werde mir auf mein T-Shirt so ein Einhorn draufmalen. Das habe ich ganz normal ausgedruckt auf Papier. Und um das Einhorn zu malen, habe ich diese Perlenmaker. Die habe ich mal bei Teddy gekauft für 1,50 Euro pro Stück. Und da kann man Perlen so auf das Oberteil draufsetzen. 1000 glänzende Perlen für einzigartige modische Gestaltungseffekte. Man kann damit aber auch ganz normal malen. Das ist dann einfach so ein bisschen dreidimensional und ja, ein bisschen hart so auf dem T-Shirt. Und ich finde, das sieht ganz gut aus. Die Farben sind ziemlich cool. Ich habe hier rosa, gelb, grün, blau und orange. Und damit werde ich mein Einhorn malen. Und außerdem habe ich hier auch noch Fashion Shimmer in Silber. Damit werde ich vielleicht noch so ein paar kleine Schimmereffekte rund um das Einhorn dann machen. Ja, jetzt kann es auch schon losgehen. Das T-Shirt ist ein Baumwoll-T-Shirt mit ein bisschen Elastan. Ich habe da einfach ein relativ großes T-Shirt genommen, also das soll so ein ganz lockeres T-Shirt sein, in XL. Und das lege ich mir erstmal jetzt hier glatt auf meinen Tisch. Und das Einhornbild, das lege ich von innen hier in das T-Shirt rein, sodass ich das dann sehen kann. Das Einhorn schimmert jetzt so ein bisschen durch den weißen Stoff durch. Das kann ich jetzt also ganz gut als Vorlage nehmen. Ich habe das hier oben so auf der Brust, auf der einen Seite. Ihr seht, hier oben ist der Kragen und das restliche T-Shirt habe ich einfach so ein bisschen so nach hinten gefaltet, dass mir das nicht im Weg ist und dass ich hier eine schöne glatte Fläche habe zum Malen. Am besten testet man das Ganze erst einmal zum Beispiel auf so einem Küchenrollentuch, damit man ein bisschen Übung damit bekommt, weil wenn man es erstmal einmal auf dem T-Shirt drauf hat, dann kriegt man das auch nicht wieder so leicht runter. Deswegen einfach einmal testen, wie stark man so drücken muss. Zum Beispiel dieses ist jetzt auch ein bisschen verstopft, weil ich das schon länger nicht benutzt habe. So einmal vorher ausprobieren. So, ich habe hier unten noch Unicorn Power dazu geschrieben und das Ganze wie so ein Wappen gestaltet. Ich finde, das ist wirklich gut geworden. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, dass das vielleicht nicht so gut klappt mit den Perlenmakern, aber ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal sehr, sehr gut trocknen und dann im Anschluss werde ich noch ein bisschen mit dem Schimmer weiterarbeiten. So, das Bild ist jetzt getrocknet. Ich habe es ungefähr so eine Stunde liegen lassen. Jetzt ist es wirklich gut getrocknet und jetzt werde ich einfach mit meinem Fashion Shimmer noch ein bisschen was drauf sprühen. Aber dafür decke ich jetzt das hier ab, damit das jetzt auch nicht von dem Schimmer getroffen wird, sondern dass es nur rundherum ist. Ich habe jetzt mein T-Shirt ausgebreitet und einfach aus Papier einen runden Kreis ausgeschnitten und den hier über mein Logo gelegt. Und jetzt schüttel ich die Farbe gut. Und die sprühe ich jetzt so aus 20 bis 30 cm Entfernung vorsichtig so aufs T-Shirt, sodass so leichte Schimmereffekte da sind. Das muss natürlich jetzt auch nochmal gut trocknen und dann gehe ich da einmal mit einem Bügeleisen drüber. Mit diesem Bügeleisen, also mit der Hitze, kann man das fixieren. Ich schaue nochmal gerade hier. Entweder, wenn man 2 Stunden getrocknet hat, im vorgeheizten Backofen 8 Minuten bei 150 Grad Celsius
oder man kann das Ganze mit einem Tuch abdecken und 3 Minuten drüber bügeln. Und ich finde das immer mit dem Bügeln am einfachsten. Das mache ich dann immer. Und wenn das dann gut fixiert ist, dann kann man das auch in die Waschmaschine tun. Und ja, jetzt hebe ich das mal ab. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefällt. Ja, mir gefällt das wirklich richtig gut. Wenn es euch auch gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. So, dann schauen wir mal, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. Oh, ich bin gespannt. Und Kerze selber machen. Oh, das ist ein schönes Thema. Das habe ich auch da reingeworfen. Wir haben ja schon viele Kerzen selber gemacht, aber ich finde, das macht immer Spaß. Mhm. Und wenn jetzt bald der Herbst irgendwann kommt, dann zündet man sich vielleicht auch mal wieder eine Kerze an, wenn es ein bisschen dunkler wird. Mhm. Finde ich, ist ein schönes Thema. Auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Mhm. Und ja, wenn euch unsere Videos heute gefallen haben, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch jeweils das Video der anderen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Schaut mal bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat bei uns vorbei. Lasst uns vielleicht auch ein Abo da hier bei YouTube und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.